Das ist besser als jede gekaufte Milch. Und da ist kein Scheiß, kein Öl oder sowas drin. Hallo, hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Lilly. Lilly ist glücklich, heißt mein Kanal. Und du hast heute auf das Video geklickt, um zu sehen, wie ich meine Milch mache. Und ich liebe, liebe, liebe diese meine Milch. Ich mache sie wöchentlich. Sie schäumt richtig gut, sie ist günstiger als normal gekaufte Mandelmilch. Sie hat nicht diesen ganzen Schnickschnack mit Verdickungen und sowas drin, sondern du weißt, was drin ist. Und alles, was du brauchst, ist Wasser, Mandeln und ein bisschen Zeit. Aber lass uns einfach in die Küche gehen, damit ich dir zeigen kann, wie das alles funktioniert. Es kommt natürlich drauf an, welche Mandeln ihr benutzt, ob es jetzt günstiger ist als gekauft, aber ich benutze die von Lidl, die waren im Angebot und haben, glaube ich, nur 1,20 oder so was gekostet. Mandeln und die Schüssel ran, voll mit Wasser. Das Ganze lasst ihr jetzt bis morgen 12 bis 24 Stunden stehen, ist eigentlich egal. Hauptsache es sind mehr als 10 Stunden. So, dann nehmt ihr eure Schüssel. Das Wasser sieht eklig aus. Das gießen wir jetzt ab, waschen die Mandeln einmal ab und geben die Mandeln in den Mixer. Und dann ist die Option, noch eine Dattel hinzuzugeben, falls ihr die Milch ein bisschen süßer haben wollt. Da reicht eine Dattel vollkommen aus. Ihr könnt natürlich auch zwei oder drei nehmen oder auch gar keine, aber ich finde, es gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen Kick und dann auch noch ein bisschen eine Prise Salz. Und dann kommt das Wasser dazu. Eine Schüssel und ihr braucht nicht mal eine bestimmte Nussmilchtüte oder wie auch immer die heißen, Nut Milk Bag heißen die in Englisch. Ich benutze einfach so einen Frischhaltebeutel von Lidl. Das ist eigentlich für Gemüse und Obst und die kosten 40 Cent zwei Stück bei Lidl. Genau, das ist so ganz fein maschig. Das in die Schüssel. Und dann seht ihr hier schon einfach den Schaum, dass das einfach so eine krass aufgeschäumte Milch ist. Oh mein Gott, ich freue mich so. Und gebt das Ganze in die Tüte. Und dann wird das Ganze einfach ausgepresst. Und fertig ist eure Mandelmilch. Und ich sag euch, die ist so, so lecker. Ich fülle die dann immer in eine Flasche, um die im Kühlschrank aufzubewahren. Und die hält sich so 4 bis 5 Tage. Da passt nicht alles rein, aber mit der restlichen Milch möchte ich euch zeigen, wie krass die aufschäumbar ist. Und ich mache mir jetzt eine Matcha Latte. Und die Reste, die lasse ich immer trocknen und dann röste ich die im Ofen oder in der Pfanne, um die dann irgendwie als Müsli oder sowas zu benutzen oder als Mandelmehl. Als Mandelmehl lässt sich das auch richtig gut verwerten. Ich habe auch einmal Granola draus gemacht und das auf jeden Fall nicht wegwerfen, weil das ist eine echt coole Sache. Ja, die dauern immer ein bisschen zu trocknen. Am besten aus dem Beutel rausnehmen und dann einfach auf ein Backblech legen und... Das an, Alter. Das ist besser als jede gekaufte Milch. Und da ist kein Scheiß, kein Öl oder sowas drin. Und einfach so cremig. Oh mein Gott. Und so einfach war das. Also wie gesagt, das Längste, was dauert, ist halt das Einweichen von den Nüssen. Da kann man nicht drum rumkommen, aber das ist so, so unaufwendig. Und ich sage euch, Alter, probiert es aus. Gerade für heiße Getränke, Kakao, Matcha oder Chai oder sowas, dafür ist die Milch so gut. Zum Backen habe ich sie auch benutzt, für Porridge benutze ich sie auch. Und vergesst mich nicht zu abonnieren, damit ihr nicht noch weitere Rezepte von mir verpasst. Denn nicht nur Lilly sollte glücklich essen, sondern du auch. Gib dem Video einen Daumen hoch und Bon Appetit, würde ich sagen. Oh yeah.